Natürlich haben Sie da drin auch, also in der CIA-Kongress, auch über den Mietendeckel gesprochen. Und Sie sehen ihn als einen Angriff. Und die verschiedenen Gesetze, die für die Mieter gemacht werden, sind Angriffe, die führen zum Rückgang der Einnahmen. Was? Und das ist jetzt einfach, machen wir ein bisschen Musik und probieren wir ein Technikproblem zu lösen. Vielen Dank an Solosep und seine Steherumschen. Es gibt gerade ganz viele Leute auf dem Balkon oben drauf, die uns angucken. Vielleicht nochmal ein drittes Konzert für die. Wir haben heute Nachmittag goldene Arschtritt verteilt und Sie schreiben, der goldene Arschtritt für die Politik von der demonstrierenden Inis präsentiert Lindner auf dem IMO-Kongress und stimmt zu, dass Politik Tritte braucht. Auch der CIA hat ihn bekommen. Wir sind auch wichtiger Teil der Lösung. Ihr seid nicht Teil der Lösung, ihr seid das Problem. Und jetzt geht es weiter mit zwei Redebeiträgen. Erstmal die Fontanpromenade 15 und danach eine Rede der Akelius-Mieter-Vernetzung. Ja, liebe Freundinnen und Freundinnen, liebe Mietenbewegte, ich möchte zum anderen, ich möchte heute euch etwas über Gewerbepolitik erzählen. Gewerbepolitik von Land und Bezirk zulasten sozialer und gemeinnütziger Initiativen am Beispiel der Kreuzberger Fontanepromenade. Die Fontanepromenade war von 1938 bis 1945 die zentrale Dienststelle für Juden des Berliner Arbeitsamtes. Mindestens 26.000 Berliner Jüdinnen und Juden wurden von hier aus zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft als NS-Zwangsarbeiter in die sogenannten kriegswichtigen Betriebe der Stadt geschickt. Für die interessierte Öffentlichkeit, darunter die wenigen überlebenden Zwangsarbeiter, stellte sich die Frage, warum der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg aufgrund der geschichtlichen Relevanz der Immobilie keinen Eigenspruch anmeldete, als eine deutsche Mormonengemeinde 2012 die gerichtliche Einwilligung des Bezirks zur Übereignung des Grundstücks an sie begehrte. Noch während des laufenden Verfahrens und während an der Fontanepromenade eine vom Bezirk gesponserte Gedenktafel zum Gedenkjahr 2013 zerstörte Vielfalt die Grundstücke, die Grundstück und Immobilie Ende 2014 für 290.000 Euro. Der Grundbucheintrag von 1951 lautete 38.000 D-Mark an eine Vermögensverwaltungs GmbH verkaufte und somit dauerhaft an einer öffentlichen Nutzung entzog. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg forderte also parallel seit 2011 Privatisierung und spekulative Verwertung des Grundstücks und stellte sich in der Öffentlichkeit gleichzeitig als Bewahrer der historischen Erinnerung an die schreckliche Geschichte des Hauses dar. Welche Janusköpfigkeit! Der Bremer Gesellschafter diverser Immobilien auf Norderney, Marc Rune, erwarb Grundstück und die denkmalgeschützte Immobilie im Juli 2015 für die Fontanepromenade 15 GbR zu einem Spottpreis in Anführungszeichen von nunmehr schon 700.000 Euro von der ersterwerbenden Immobilienklitsche. Am 26.08.2016 erteilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die Baugenehmigung für den Umbau in Wohn- und Büroräume. So funktioniert Boden- und Immobilienspekulation mithilfe der öffentlichen Verwaltung. Die aus den ersten öffentlichen Bürgerprotesten gegen den Umbau des Hauses hervorgegangene Initiative Gedenkort Fontane Promenade 15 e.V. nahm ab Dezember 2016 Kontakt mit dem neuen Immobilienbesitzer wegen der Vermietung einer Haushälfte zu gedenkpolitischen und zu gedenkpolitischen Zwecken auf. Die Initiative hatte dazu
Das ist ein bisschen übersteuert, ne? Ja? Könnt ihr das mal einstellen irgendwie? Oder? Weiter! Ja, guck mal. Ja. Die Initiative hatte dazu ein stadtpolitisches und wissenschaftlich-pädagogisches Konzept zur systematischen Erforschung der von diesem Haus ausgehenden jüdischen Zwangsarbeit im deutschen Faschismus erarbeitet, für das sie einen Haushaltstitel im Doppelhaushalt 2018-2019 des Landes Berlin erstritt. Im August 2017 machte der neue Eigentümer der Immobilie gegenüber dem Land, dem Verein, eine verbale Zusage, dass er bevorzugt an den Verein vermieten würde. Seine Preisvorstellung damals 16 Euro pro Quadratmeter. Der Verein erfuhr über eine Pressemitteilung vom 4.5.2018 des Berliner Kultursenats, der dem Verein zwischenzeitlich eigenmächtig das Verhandlungsmandat mit dem Vermieter entzogen hatte, offiziell vom Scheitern der Gespräche über einen Mietvertrag und begründete das im Wesentlichen mit einer nunmehr auf 20 Euro pro Quadratmeter gestiegenen Mietforderung aufgrund der Inanspruchnahme eines Vorsteuerabzugs durch den Vermieter, womit dieser einen Teil seiner Umbau- und Modernisierungskosten bei Baubeginn vorfinanziert hätte. Dadurch sei der Investor verpflichtet, an einen gewerblichen Mieter umsatzsteuerpflichtig zu vermieten. Die Senatsverwaltung unterstützt also die Argumentation privater Investoren zugunsten Privatisierung und höherer umsatzsteuerpflichtiger Mieten, was soziale und gemeinnützige Initiativen bei der Anmietung von Räumen gegenüber gewerblichen Mietinteressenten systematisch ausgrenzt. Wir nennen es schlicht Subventionierung privater Bauvorhaben auf Kosten und zulasten der Interessen der Allgemeinheit. Wir fordern einen im Kreuzberger Kiez verankerten Gedenk- und Forschungsort, Fontane Promenade 15, bezahlbare Arbeits- und Sozialräume für Kleingewerbe und soziale Initiativen, die Abschaffung der Teile des Steuer- und Baurechts, die soziale und gemeinnützige Initiativen systematisch gegenüber gewerblichen Vermietern benachteiligen, gegen die kapitalistische Umstrukturierung unserer Städte. Vielen Dank.